Am Samstag geht es bereits weiter gegen die Admira. Was kann man aus so einem Spiel mitnehmen? Ja, dass wir Alternativen haben, dass Quilly gut gemacht hat in der Doppelspitze mit Jella, der seit, ich glaube, 4 Monaten das erste Mal von Anfang an gespielt hat in dem Spiel. Wir haben gesehen, dass die Jungs im Mittelfeld ganz gut harmoniert haben. Ja, das war ordentlich. Wir haben gesehen, dass die Stürmer dafür gesorgt haben, dass der Gegner nicht konstruktiv nach vorne spielen kann, schnell und konstruktiv. Das war in Ordnung. Wir nehmen jedes kleine Selbstvertrauen, was wir kriegen können, nehmen wir natürlich mit. Das, wie ich schon gesagt habe, war in den letzten Wochen für jeden Einzelnen von uns nicht einfach. Jetzt sind auch noch einige Verletzungen leider dazukommen. Umso besser tut so ein Sieg und ich hoffe natürlich, dass wir den Schwung in die Liga mitnehmen können. Was erwarteten Sie von der Admira? Ja, die Admira hat das erste Spiel hoch verloren und will sich dafür rehabilitieren. Ja, definitiv. Und von daher werden sie es uns so schwer wie möglich machen wollen. 4 Tore in einem Spiel, das wünscht man sich auch in der Meisterschaft jetzt, oder? Ja, hoffentlich können wir an dem anknüpfen, was wir heute gezeigt haben, dass wir so effizient sind wie heute. Und ja, dann können wir auch am Wochenende mal 3 Punkte holen.